Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie viele von euch wissen, bin ich sehr, sehr unbeliebt und keiner mag mich und ich habe keine Freunde. Aber dank diesem Quiz auf Teste dich werde ich es herausfinden, warum ich keine Freunde habe. Let's go! Beleidigst du manchmal einfach und ohne Grund andere Leute? Niemals, also bin ich viel zu lieb. Halt die Klappe, du Arsch! Ja, es macht Spaß, nur wenn sie mich ärgern. Wen soll ich beleidigen, wenn niemand was mit mir zu tun haben will? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Keiner mag mich. Wie reagierst du, wenn du kurzfristig versetzt wirst? Ich frage ihn, wann er das nächste Mal Zeit hat. Versetzt? Ich bin hier, weil ich keine Freunde habe, ey. Ich verzeih ihm, es wird schon einen Grund haben. Ich sag ihm, meine Meinung ist gesiegt. Ich fange an zu heulen. Ich frage, wann er das nächste Mal Zeit hat. Und ich bin traurig. Was machst du in deiner Freizeit? Ich zopfe mich voll auf mit meinen Eltern und beleidige Gegenstände, weil sie nicht das tun, was ich will. Was mache ich echt oft? Boah, ihr wisst gar nicht, wie oft ich mein Bett schon beleidigt habe, weil ich mit einem kleinen Zeh gegengestoßen bin. Verdammtes Bett! Über andere lästern, verschiedenes Lesen, Computerspielen, Sport, Reiten und so weiter. Ich denke oft über mein Leben nach. Ich schreibe Briefe mit Omi. Oma ist tot. Das war gemein. Ich spiele am Computer, ich lese und ich beleidige Gegenstände. Das mache ich unter Verschiedenes. Da kann Gegenstände beleidigen auch rein. Was wirst du niemals in deinem Leben machen? Mich auf Unbekannte einlassen? Ich würde niemals etwas machen, was ich nicht machen will. Dazu bin ich viel zu stolz. Jemand fragen, ob er was mit mir machen will. Mich bei jemandem entschuldigen. Ich habe immer recht, über jemanden lästern, den ich mag. Das mache ich eigentlich nie, außer die Person ist anwesend. Hört sich jetzt doof an, ne? Aber wenn zum Beispiel... Also ich habe ja keine Freunde, aber wenn ich jetzt Freunde hätte und Freund A und B neben mir sitzen, dann lästere ich mit Freund A über Freund B, während er zuhört. Aber einfach nur so zum Spaß, wisst ihr? Okay? Wisst ihr nicht? Mach wahrscheinlich nur ich, keine Ahnung. Was für Leute hast du? Leute, die immer das machen, was ihnen gesagt wird. Oh ja, die hasse ich echt. Leute, die immer recht haben wollen, die hasse ich aber auch. Leute, die mich nicht mögen. Nein, okay, das geht. Das ist verständlich. Leute, die mir sagen, was ich tun soll. Boah, die mag ich auch nicht. Leute, die andere auslachen, die finde ich auch scheiße. Kann ich einfach so ankreuzen? Ich hasse alle Leute. Ich mag solche Kriechschleicher. Kriechschleicher ist kein Wort. Diese Arschkriecher-Schleicher da nicht. Aber ich mag auch Leute, die andere auslachen. Ich mache also das erstmal. Du vergisst abends, deinen Wecker zu stellen und wachst am nächsten Morgen 2 Stunden zu spät auf. Du sagst dem Lehrer die Wahrheit, brichst in Panik aus, schwänzt einfach, fragst deine Eltern, ob sie dich... Oh Gott, sorry! Entschuldigung! Ob sie dich an diesem Tag entschuldigen, lässt dir eine Ausrede einfallen. Dann schwänzt ich einfach und fragt meine Eltern, ob die mich entschuldigen können. Es ist auch egal. Du bekommst raus, dass jemand, den du nicht leiden kannst, in einen Test, den du gründlich verhauen hast, eine 1 hast. Du, ist mir eigentlich scheißegal. Sagst ihm, dass er nur Glück hatte? Denkst dir, das nächste Mal lerne ich einfach mehr? Ich habe nie gelernt. Gratulierst ihm, egal ob du ihn magst? Warum soll ich jemanden gratulieren? Denkst du, ich bin einfach zu schlecht? Erzählst dem Lehrer, dass er abgeschrieben hat? Es ist mir egal. Ja, dann denke ich mir, ich bin einfach zu schlecht. Es ist mir doch scheißegal eigentlich. Ich würde nichts machen. Dein Lebensmotto? Kekse. Irgendwas mit Keksen. Eingriff ist die beste Verteidigung? Nö. No risk, no fun? Nö. Ehrlich werde am längsten? Ja. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Nee, alle Menschen werden als Unikat geboren, doch die meisten sterben als einfache Kopie. Ja, pff. Ist auch okay, aber nimm mal die Ehrlichkeitssache. Welcher Satz passt am besten zu dir? Ich bin nett zu allen, denn jeder hat es irgendwie verdient. Ich sage, was ich denke. Oh ja. Wenn ich jemanden nicht mag, soll er das auch wissen. Der Person weiß es dann meist, weil ich sage, was ich denke. Also, hi Dani, ich hasse dich. Ich dich auch. So ungefähr laufen meine Gespräche ab, deswegen habe ich keine Freunde. Ich versuche es allen recht zu machen, ich mische mich nicht in Sachen ein. Oh doch, das mache ich gerne. Jemand total beliebt ist aus deiner Schule, Klasse, Arbeit, den du kaum kennst, will sich mit dir verabreden. Wie reagierst du? Ich sag zu, doch behalte ihm ein Auge. Also wenn das ein Scherz sein soll, schön, dass sich mal jemand für mich interessiert. Ich sag sofort zu. Ich sag, nee, hab schon was anderes vor. Der will mich doch eh nur verarschen. Er will mich Stunden über mich lustig machen. Ich würde einfach ja sagen. Ich meine, was soll's? Ist doch nicht so schlimm. Wie soll der mich denn großartig verarschen, mein Gott? Ja, ich behalte ihm im Auge, keine Ahnung. Oder ich sag zu, ist mir auch egal. Wahrscheinlich mögen mich Leute nicht, weil ich so desinteressiert bin, fällt mir gerade auf. Was bewunderst du an Hollywood-Stars? Gar nichts, ich hasse Hollywood-Stars. Ich schaue auch keine wirklichen Filme und mich interessiert es einfach nur. Sie können es halt. Nein, meist nicht. Ihr Schauspieltalent, Musiktalent. Nein, meist nicht. Ihren Erfolg, ja. Bewundern, die werden eh nur vermarktet. Ja, danke schön.
Du findest raus, dass jemand etwas über dich erzählt hat, das gar nicht stimmt. Wie reagierst du? Ich ziehe mich zurück. Ich frage jemanden, ob er weiß, wer es erzählt hat. Ich erzähle allen, dass es nicht stimmt. Hallo, ich geige ihm meine Meinung, aber gehörig. Er hat es bestimmt nicht so gemeint. Weiß ich denn, wer es ist? Ich würde meine Meinung geigen oder ich würde anderen erzählen, dass es nicht stimmt. Das hatte ich ja hier schon auf YouTube, da irgendjemand eine Scheiße behauptet und Mensch das irgendwie blind folgen. Ich hasse sowas einfach. Ich bin so ein Mensch, auch wenn irgendjemand mit mir über jemanden lästern will, das ist bei mir hier im Haus, ich darf nicht so laut drehen, ich habe Fenster auf. Bei mir im Haus ist es ja so schön, da kommen die ganzen Leute dann zu mir an und versuchen mit mir über die anderen im Haus zu lästern. Und mich juckt es einfach nicht, ich weiß nicht mal, wer hier noch wohnt. Es juckt mich einfach nicht, ich habe wirklich so ein Desinteresse, das fällt mir gerade richtig auf. Ja, finde ich halt schwachsinnig. Warum macht man sowas eigentlich? Ich weiß es nicht. Um sich zu profilieren, finde ich schwachsinnig. Interessierst du dich dafür, was in und was out ist? Nein. Steht irgendwo nein? Nichts ist wichtiger als das. Ich habe mein eigenes Team mit Stolz drauf. Nö, ich bin nicht stolz drauf, aber ich bin zu faul. Ich finde das schon ganz interessant. Naja, mir steht das doch eh nicht. Kann hier irgendwie mal ein simples Nein sein? Dann sage ich, ich habe meinen eigenen Stil. Ich mag es gern bequem, okay? Bist du ein Außenseiter? Alter, ja! Wer schon mit Alter ja antwortet, das war den Zombie, aber ist so. Kann schon sein, dass ich so genannt werde. Ist mir aber egal, ich bin wie ich bin. Naja, also ein bisschen schon. Mit jemandem wie mir will eh keiner was zu tun haben. Wer hat das gesagt? Kann schon sein. Ist mir aber wirklich scheißegal. Ich muss sagen, ich finde halt Leute. Ich habe jetzt doch Alter ja genommen, ne? Mann, ich finde halt Leute, die meist uncool sind oder auch in der Schule uncool waren, außenseitermäßig, die finde ich viel interessanter als Leute, die total beliebt waren. Ich hatte, ich glaube, es war in der 8. Klasse, da habe ich so die Schule gewechselt gehabt. Oh, Suri! Nicht wundern, Suri hat sich ihr Pfötchen ein bisschen verletzt und momentan ist sie ein bisschen immer dran, am Pfötchen zu lecken und dann tut es ihr weh und dann, ne, Blödkopf. Ist nur die obere Kralle, die hat sich ein bisschen verletzt und ja. Es geht, es heilt, aber sie geht immer wieder dran, gerne. Was soll ich sagen? Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Die fand ich halt auch immer mehr interessant. Ich hatte in der 8. oder ich glaube, es war in der 9. Klasse, als ich die Schule gewechselt hatte, hatte ich die Chance, zu den Beliebten zu gehören. Aber ich fand die so langweilig. Außer ihre Beliebtheit hatten sie halt einfach nichts. Also bin ich zu den Uncoolen gegangen und habe da eigentlich die besten Freunde gefunden, die ich je hatte. Nicht allzu lange, weil ich dann wieder die Schule wechseln musste, aber... Ich hatte gute Freunde. Du schreibst ein Referat auf deinen Computer. 7 Seiten schon, das letzte Wort und der Computer schaltet ab. Du fängst nochmal von vorne an, rastest total aus und schreist, oh ja, beleidigst dein Computer als Dreck, oh ja, sagst du, ich hätte es zwischendurch mal speichern müssen, ne, bist sauer und fragst deine Eltern, was du machen sollst. Ich raste total aus. Ich raste, dann das will mich so wütend machen. Und dann werde ich es trotzdem nochmal machen. Kannst du gut Geheimnisse für dich behalten? Yeah, ich gebe mir Mühe, ja, okay, gut. Ja, total, nein. Nein, deshalb möchte ich auch nicht, dass mir welche anvertraut werden. Doch, jeder soll mir sagen. Ich gebe zu, ich habe mal schon was ausgeplaudert. Nee. Ich gebe mir richtig Mühe. Krass Mühe. Aber ich erzähle es meinem Hund. Zählt das als Ausplaudern? Ich weiß es nicht. Du bist alleine zu Hause und dein Lied, das du total magst, läuft im Radio. Du wirbst ein bisschen mit den Füßen im Takt. Tanzt in dein Zimmer rum, sieht dich doch eh keiner. Ich hasse Tanzen. Singst mit? Ja. Drehst auf und singst mit? Ja. Drehst voll auf und rockst mega. Nein. Gut, du hast mega schlechte Laune, du machst deinen Mitmenschen das Leben zur Hölle. Oh ja, nein, Spaß. Lässt dir nichts anmerken, bist mega genervt von allem. Ja, frag mal Tage, ich glaube, das war gestern, da habe ich ihn mega angemacht, einfach nur, weil er mich genervt hat. Bist traurig, weil es dir so schlecht geht, maust ein bisschen rum. Und rummaulen tue ich dann auch. Bei Regen gehst du raus und genießt es. Kuschelst ich mich in eine Decke und lese ein Buch. Ja, bin ich wortwörtlich angepisst. Guckst du Fernsehen, geht es mir gut, es passt ja zu meiner Laune. Oh, das ist traurig. Ich mag das voll. Das Wort Party, was geht dir sofort in den Kopf rum? Tanzen, Musik, ich bin der Star der Tanzfläche. Am Rand sitzen und zuschauen, Spaß. Ich gehe ungern auf Partys, aber es liegt daran, dass ich halt keinen Alkohol trinke. Bei mir ist es so, selbst wenn ich Alkohol trinke, bin ich irgendwie nicht so locker wie alle anderen, die so besoffen sind. Wenn ich Alkohol trinke, bin ich eher müde und launisch. Ich bin ein schlechter Alkoholtrinker. Dann bin ich einfach nur müde und mir wird langweilig, keine Ahnung. Und alle waren dann immer so voll locker und das nervt mich dann voll. Ja, was denke ich denn? Ja, wenn ich an Party denke, dann denke ich an Arbeiten, weil ich in der Disco gejobbt habe damals. sag ich einfach mal Spaß. Warum mögen mich jetzt keine Leute? Warum habe ich keine Freunde? Der vorlaute Typ. Du bist ziemlich vorlaut. Gemein bist du nicht, aber ein kleines bisschen mehr Zurückhaltung bitte. Ja, das stimmt. Ich bin aber auch nur der nette Typ zu 30%. Du bist total nett, aber auch naiv. Lass dich nicht immer auf alle ein, denn nicht alle sind so nett wie du. Oh, wie süß. Vorsichtiger Typ, schüchterner Typ und der Gemeine. Zum Glück bin ich nicht der Gemeine.
Aber ich muss sagen, Fallout passt sogar. Und so nett, naiv passt auch. Ich bin so eine Mischung aus beiden. Alter, der Test ist echt professionell. Leute, wenn ihr jetzt wissen wollt, warum ihr keine Freunde habt, dann schaut auf jeden Fall bei Testetich vorbei. Und denkt immer dran, auch wenn ihr keine Freunde habt, ihr habt mich. Abonniert mich und kauft meinen Duschschaum. Bis zum nächsten Mal. Ciao.